Stand by. So, hallihallo again. Weiter geht's mit der vorletzten Bonusmission. Guten Ebenformer Baum. Mittlerweile hat sich auch bei unserem Vorherrschaftsmodus mal wieder einer breit gemacht und angefangen, Punkte zu machen. Bin ich gespannt, wie lange das gut geht. Stand by. Ja, ein Quarz. Hallihallo. Na ja, doch, ich hab ihn schon gehört. Den hast du nur inzwischen einen Szenenwechsel geschmissen, das ist immer ein bisschen schwierig. Da, der Gegnerseite hat schon 10 Punkte. Das gerade. 10 Punkte? Wie schafft der 10 Punkte, wenn wir 70 haben? Hello there. Ja, siehst du. Jetzt hat's besser funktioniert. So ein Hundling. Der spielt das anscheinend gerade. Das ist aber neu, ja. Soll vorkommen. Schon, gell? Deswegen habe ich ihn angebaut. Und dank ihrer tatkräftigen Unterstützung hat der Erfinder Joss Steen seine Erinnerungen an den Informer Technologie zurückerlangt. Umgehend beginnt er mit der Entwicklung eines neuen Prototypen. Doch die Konstruktion findet ein jähes Ende. Als klar wird, dass er pleite ist, dass zahlreiche benötigte Baumaterialien noch nicht importiert werden können. Ja, da haben wir, du möchtest was bauen und schaust dir, was die Paulist ist. Mein Gott. Oh, im Baumarkt. Da gibt's alles, was du brauchst. Das ist die Frage. Eigentlich ist es eine Öko-Mission. Also müssen wir eigentlich Öko spielen. Ja, spielen wir Ökos. Meine Forschung steht kurz vor dem Durchbruch. Endlich. So, das jetzt. Sushi bauen, ja. Diese Aufgabe klingt vielleicht langweilig, ist aber trotzdem wichtig. Okay, wir haben Piraten und sonst haben wir Ruhe. Das geht. Dorsch geht. Was? Liefern Sie angeforderte Materialien. 40 Tonnen Holz, 40 Tonnen Beton. Irgendwas sagt mir, ich brauch sowieso beide. Omega-Fettsäuren und Biopolymere. Oh shit, ich brauch sowieso beide. Da hätte ich ja eigentlich mit den Tycoons anfangen können. So eine Scheiben. So ein Scheibenkleister. Wobei, ich habe gar nicht so viel Platz für Tycoons. Na, wie machen wir das hier? Fangen wir gleich hier an. Ja, alles ein bisschen doof hier. Gar nicht so geil hier, diese Inseln.
vielleicht doch Tycoon bleiben sollen. Naja. Wir haben immerhin nur Piraten am Hals, das geht, mit denen kommen wir klar. So, dann sind wir hier drüben, sind wir hier drüben, sind wir hier drüben. So, was hin? Hier sind die Instruktionen. Interesse? Der Vorstand hat andere Prioritäten. Okay, wenn ich das Zeug zu ihm liefere, kriege ich mein Beton. Passt. Das heißt, ich kriege immer Missionen von der Gegenseite, die mir das bringen, was ich brauche. Das ist schon mal gut. Registriere Energieknappheit. Was getroffen. Jetzt registriert die da einfach Energieknappheit. Stellt euch das mal vor. Was macht man da dagegen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Müssen wir jetzt natürlich alle wieder lahmlegen, weil wir brauchen ja das Granulat. Und die Straße haben wir immer noch nicht obergesetzt. So, so. Fisherman's Friend. War jetzt irgendwie klar, dass wir hier nicht durchkommen. Nicht. Schön verbaut. Naja. Wir brauchen immer noch Strom, haben wir gesagt. Gell? Strom, Strom, Strom. Der Organisation checken, was? Die Organisation dankt. Shit.
Vielleicht ist das Leben hier nicht perfekt, aber wir sind nahe dran. Woran? Baumöglichkeiten erweitert. Upp, upp. Dann gibt's das erste Mal einen Tee. Was kann ich Direktorin Baines berichten? Schau an, die haben gar keinen Ökoverlust. Sie laufen ja zu Höchstform auf. Die Ballast-Tinies. Da ist so ein Eden vor mir, ja? Hier ist eine fucking Atomrakete. Das heißt, die Insel ist schon wieder unbrauchbar. Von der Inselmenge her sehe ich jetzt hier wieder das dezente Problem. Schon wieder so ein Scheiß. Dass wir hier das dezente Problem haben. Dass ich eher Sorgen habe, dass ich Tycoons ansiedeln könnte überhaupt. Das ist die Frage, woher ich das Zeug kriege für die. Naja. Schauen wir mal, oder sehen wir schon. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Jetzt spielen wir Katz und Maus. Kann ich davon fahren? Kann ich nicht. Was ist das für ein Scheiß? Ich hätte gleich angreifen sollen. Kommandoschiff startklar. Ja, gib her das Kommandoschiff. Kommandoschiff, einsatzbereit. Mango likes it if I get blown up. And I couldn't even get my stuff off. And we have Morano. Two missions. This and the next one. And then there's just the multiplayer stuff. That's probably not that much interesting. Ich sehe schon, das wird länger dauern. Halt die Fresse. Hi. Naja. So viel zur Koi. Hat der eigentlich... 2500... Scheiße! Der hat die fetten Geschütze. Du bist neu, also werde ich es dir erklären.
Dieser Sektor ist Barracuda-Territorium. Wenn du hier bleiben willst, wirst du dir deinen Platz... Was das? Piraten-Sightseeing? Hast du nicht schon genug Ärger? Ich meine, wir könnten uns natürlich Frieden erkaufen und dann vielleicht bei dem einkaufen. Das wäre vielleicht sogar sinnig, aber... Naja. And Mango, did you watch my 4K video on YouTube? Ich hab mir wieder was verbaut, gell? Mist. Oder? 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 Geht doch noch. Very nice, very nice. Work, what's that? So, das war das. Können wir alle aufrüsten, sehr schön. Machen wir manuell. Registriere demografisch. Das hier ist genau deine Kragenweite. Ja, klar. Spawn einfach mal schnell. Ich hätte fucking... Expedition gestartet. Warum schicke ich den jetzt eigentlich weg, wenn ich jetzt eigentlich Werkzeuge brauche, damit ich Werkzeuge brauche? Naja. Kann man schon mal Kohle abbauen. Dann... Rick Blood, junger Padawan! Schau dir den Scheiß an! Da! Zwei Zerstörer! Zwei leichte Angriffe und ein fucking Schlachtschiff! Spiel gespeichert! Das ist nur eines von 100 Barracuda-Schiffen. Und alle sind schneller als deine Kähne. Hm. Scheint kaum bei dem Schiff verkaufen. Oh, was nicht. Hey, 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 hey. Eigentlich müsste sie sich gleich wieder über meine Straßen beschweren.
Yes, that's a Quartz. Mindestens einmal jedes Match mache ich das. Naja. Ich baue so selten Brücken, deswegen baue ich jetzt eine Brücke. So. Naja. And what are the missions of multiplayer, like PvP or kind of co-op? I actually don't know. Sie haben beim Stadtaufbau Kompetenz bewiesen. Weiter so. I actually don't know. Could be co-op. Could be against each other. Registriere. I guess it's against each other, but I don't know. Finden, was Sie brauchen. Sie benötigen etwas? Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Mhm. Sie sind also fündig geworden. Ich stelle mir gerade ein bisschen die Frage, ob es Sinn macht, eine Handwerksinsel aufzumachen. Ja gut, jetzt wo die Dinger rumfahren, nicht mehr. Jetzt, wo die Dinger rumfahren, leider nicht mehr. Ich bräuchte hier quasi Truppen. Kann ich hier irgendwas ändern, dass ich hier eine Straße durchbringe? Yeah, Mango, I don't know. Maybe it's co-op, maybe not. Could be everything. Could be everything, could be nothing. I don't know. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Wie ist denn dies passiert? So. Expedition gestartet. Geld kriegen wir schon mal rein. Das Gebäude haben wir alles. Apropos. Ich hasse es.
Kabel bleibt immer an dem Stuhl hängen. Also, wir brauchen eine Reparaturstation. Hammer. Dann brauchen wir mindestens... Die EMP wäre praktisch, ja. Also, Unterwasserfahrzeug. Können wir so machen wie das letzte Mal. War mal recht erfolgreich mit. Ah. Müssen wir mal kicken. Was angehen. Was brauchen wir dann jetzt? Eine Werft? Munition. Schau mal. Wir brauchen dann Sushi. Hier hätten wir Zucker. Warnung. Produktion gestoppt. Mais. Hätten wir nix. Expedition erfolgreich abgeschlossen. Kommt der heute schon Brenner zurück, der Sack? Energieversorgung mangelhaft. Kommt mir hier nicht mit sowas? Mängel werden nicht toleriert. Verkaufst du mir ein Schlachtschiff? So in der anderen Mission. Ja. Man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, nicht? Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Ein mustergültiger Handel. Wir finished these last two missions. No, I only will know it if I play them. That's the problem. If I don't play them, I won't know it. But I guess you can play co-op and you can play against each other. Test this multiplayer setting. Baubereich geblockt. Macht denn sowas? Also blöd. Gleichen Grün. Warum fährst du in den Mitten rein? Ach, die halten tatsächlich weniger außer sich. Warnung.
Gut. Produktion gestoppt. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass die Insel reicht. Für ein Sushi. Fuck. Genau, ab Nummer. Mit dem Holz hätte ich das Holz dafür, gell? Bringt mir bloß nichts. Spiel gespeichert. So, wieder ein versenkt. Geben wir zumindest unsere Handelsrouten frei. Baumöglichkeiten erweitert. Reis! Reis war das Problem. Den Reis muss ich hier anbauen. Haben wir schon wieder. Das Gemüse baue ich hier an. Baue ich dann die Produktion da drüben oder hier? Das ist die Frage, gell? Dann muss ich hier quasi Reis zu pflastern. Besser die Insel genommen. Was kann ich mit der Insel noch machen? Die hat halt Gemüse, gell? Gemüse und Kalkstein. Brauche ich sonst hier irgendwas für die? Eigentlich nicht, gell? Ist eigentlich nutzlos. Weil hier unten... Naja.
andersrum habe ich hier jetzt gleich einen Haufen Strom. Dann bauen wir es hier. Bauen wir da drüben einfach noch Gemüse an und gutes. So. Fischerchen hätten gerne mehr Fisch. Bau ein Schiff, das ich wehren kann, oder bau ein Schiff, das... War noch das Kupferproblem, stimmt. Das haben wir ja auch noch. Das haben wir ja auch noch, das Problem. Wieso hast du immer noch mit Fisch Probleme? Brauchte man für den schon immer Holz? Krass. Registriere Energieknappheit. So, was kannst jetzt du liefern? Kalkstein. Brauche ich noch nicht, brauche ich es im nächsten. Okay. Dann. Hast du hier ein Kupfervorkommen? Drei. Du hast gar nichts. Du hast keinen Sand. Ja, bauen wir drei Kupfer rein und schauen mal, wie weit wir gehen. Ha?
Gut. Haben wir das schon mal erledigt? Ich baue noch mal keinen Reis an, gell? Braucht doch Reis! Boah, wie schlimm war jetzt Reis eigentlich? Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Reis wollen wir ein bisschen ungeil. Reis ist ungeil. Naja. Umweltverschmutzung hat sie gesagt, gell? Ja. Vier. Reis bleibt doof. Lass mich verarschen. So. Nehmen wir genug Reis und den schnalzen wir hier. Zu tun, ja. Da. Okay, dann jetzt nochmal ein Autochen aus. Beschweren sich schon über Ökobilanz. Produktionsstillstand. Eigentlich sollte ich hier Tee anbauen, wobei ich kann kein Tee. Ah, wir halten es uns mal offen. Was wir mit den Inseln machen.
Luft genug und Baumaterial. Was brauchen wir denn? Akkuschraube! Akkuschrauber. Registriere Energieknappheit. Ja, Strom. Ökobilanz. Werte fallen. Ich kann mir vorstellen, warum. Sexy. Und ballern wir lieber ein bisschen zwischendrin. Produktionsstillstand. Mein Gott, schon was ausgegangen. Vom Hause. Blub, blub, blub. Jetzt werden wir die Baumaterialien ausgehen werden. Da trau ich mich fast wetten. Oha! Ui! Effekt aufgegangen. Krass. Können wir eh machen, gell? Können wir eigentlich machen. Was der nächste Route aufmachen. Das schafft er schon. Ich habe sie bereits erwartet. Ich sie nicht. Ruin macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Was, wie wurscht mir das ist, Ruin. Präzision ist gut, aber man kann es auch übertreiben. Wenn wir irgendwie schauen, dass wir das zusammenschießen, ohne dass die Piraten herkommen und uns zusammenschießen. Bisschen.
Isos. Boah, der sah gerade voll aus, als würde zu mir rüberfahren. Die Barracuda League kontrolliert diesen Sektor. So, ich schaue uns mit dem aus. Friedensgesuch. Für 5000 Credits hat man eine 75% Chance. Bin ich fast geneigt, das mal zu probieren. Warnung. Produktion gestoppt. Geld. Bitte mehr Einwohner. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, hier ein kleines Paradies zu schaffen. Schon, ja. Registriere demografische Veränderungen. Die Demografen! Wer kennt sie nicht? Diesmal bauen wir aber keine super teuren Straßen die ganze Zeit. Ich sehe mich ein bisschen teuer. So, zack, zack. Energieversorgung mangelhaft. Zack. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ja, ich mein Garten in... Oh, the fuck, machst du da? Sollen wir deine Kähne entführen oder doch lieber gleich versenken? Wir probieren es jetzt mal mit der 75% Chance. Spiel gespeichert. Ah, frisch. Was? Ich will einfach nur meine Ruhe. Frieden? Na schön, wenn du so artig bettelst. Ach scheiße, nur für eine Stunde. Empfange Daten für ihre aktuelle Mission. Yay, SAT, ich krieg U-Boote, fuck. Naja. Die Heini ist hier. Ich bin ein bisschen mehr Steuern. Du solltest uns dabei helfen, diese Probleme zu lösen. Will deinen Aufstand anzetteln, die Sau. Wir kriegen hier nichts. Das heißt, ich muss das Zeug bauen. Du. Da will ich ein Wohnhaus hinstellen. Da machen wir schon. Produktion gestoppt. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Fruchtbarkeit. Werte steigen. Es wird sich jetzt halt mir mal die Schnauze hier. War eine Ökobilanz von 5. Ach, ich bin ein viel zu netter Kerl. Sagt mein Bruder Scorpio auch immer. Hm. Hilft dir nicht. Können wir nichts reinschnolzen. Oh, Kraftwerk. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt.
Kauf dir ein Moped. Der alte Mann wird nicht erfreut sein, wenn ich ihm das erzähle. Halt die Fresse. So. Willkommen bei den Underdogs. Boah, ich hätte 60 Punkte Einfluss. Wie kriege ich denn die? Lässt du dich auch wieder mal blicken? Angriffsstärke plus 10. Das kostet 175 und das kostet 76. Okay. Nein. Meinen Sie es wollen? Hm? Hast du auch genug Kleingeld dabei? Gebockt. Kauf was oder mach dich vom Acker. Willkommen bei den Underdogs. Ich meine, ich muss das Schlachtschiff ja versenken, aber... Ne, ich muss es versenken. Blöd. Komm her. Schipper weg! Scheiße. Begriffen, worauf es ankommt. Lässt du dich auch wieder mal blicken? Umsonst verloren das Schiff. Naja, bauen wir das. Achso, ja, stimmt, jetzt kann ich ja. Jetzt kann ich ja. Haha, jetzt kann ich ja. Haha, wenn ich Geld hätte. Neue Gebäude zum Bau bereit. Ey, request additional money. Money, 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 money. So, haben wir hier noch irgendwas zum Bauen? Nicht, gell? Alles ausgebaut, Maximum. Könnt ihr noch was reinschneiden? Okay, wir haben hier vergessene Straße zu bauen. Das ist natürlich äußerst praktisch. Wir haben hier eine hervorragende Produktion. Können das hier mal nehmen und hier verkaufen. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Bist geschäftlich hier, ne? Zack. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Was interessiert mich dieser Green? War mal 40 gegen. Mit Leuten wie dir kann man Flieger. Etwas anfangen. Hält mehr aus als mit der. Ja. Egal. Versenken wir erstmal die scheiß Flotte da. Fahrzeug fertiggestellt. Wobei, ich könnte mir... Achso, nee, da brauche ich ja 10.000. Ich bin dir echt dankbar. Für mein Trimaran brauche ich ja 10.000. Das ist ein neues Fahrzeug. Und dann brauche ich nochmal 5.000. Das ist blöd. Bist du da kaputt oder da?
Einen Schuss hätte ich noch gern abgegeben, aber dann wäre er kaputt. Ah! Das hat mich jetzt schwer gejuckt. Warnung. Produktion gestoppt. Sehr gut. Ich grüße Sie. Mein Name. Baugenehmigung für Tech-Gebäude. Baumenü aktualisiert. Primaran steht bereit. Steht bereit oder kostet er mich was? Primaran steht bereit. 5000. Übertrage Kommandoprotokoll. Ganz doof bin ich auch nicht. So, wir schauen hier aus. Die Blechen ganz freundlich. Warte mal, wir haben 1000 hier. 1700? Zahlen 1400. Hier haben wir 800, Zahlen 1100. Ja, die zahlen mehr. Okay, passt. Die Typus zahlen mehr. Mal die Kiste. Hier. Ach komm. Habe ich es wieder übersehen. Ah. Oh, und schon verloren. Trimaran bereit. Trimaran steht bereit. Gebäudeauswahl vergrößert. Da waren wir wieder zu gierig. So, wo sind hier die Fische? Da. Ach, die schwimmen ja. Zu sagen. Hi. Oh, fahren wir rum. So, dann brauchen wir hier 40, hier 40. Oh. Schon zurück? Und alles erledigt? Fuck, hätte ich doch mitnehmen können. Hätte ich doch mitnehmen können. Sag nichts. Kriegst du so weit. Endlich hat mal jemand den. Präzision ist gut, aber. Hey! Muss ich die jetzt verkaufen? Achso, warte mal. Ich sehe schon, das wird länger dauern. Ich hab Glas dabei, ich Idiot, ich brauche Holz. Ich Horst. Jetzt habe ich eh schon 4 Holz und habe immer noch zu wenig Holz, das ist brutal. Gut. Also, wir sind hier der Allgemeinzustand auf dieser Insel. Wir verlieren Sushi. Wo ist Quarz eigentlich, wenn wir Sushi machen? Warnung. Produktion. Wir verlieren Fisch.
Fischsprit baut. So, so. Vermutlich waren sie mit meiner Aufgabe unterfordert. Ja, war ich schwerwiegend. Oh, Sie sind's. Augenblick noch. Gut. Der Vorstand hat ein Auge auf Sie. Er verkauft noch keinen Stahl. Biodrinks, die werden wir später brauchen. Wieso schon wieder diese scheiß Kampfmusik? Das Ding ist top in Schuss. Bis jetzt hat's noch keiner vermisst. Ich bin Mango. Hallo Mango. Willkommen bei den Barracudas. Sein 18 Minuten kann er wieder Krieg erklären, wir haben immer noch keine 60. Blöd. Hab dich fast schon vermisst. Die Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Es gibt eine außerplanmäßige Änderung. Sehr schön. So, 30 Tonnen Stahl brauchen wir. Was ist dies? Und was tust du hier? Kann ich dem Vorstand... Die Firma ist... It's a Quartz. Braucht Glas, haben wir gesagt. Aber können wir gleich hier holen. So. Wieder da hoch. Genau. Uns fehlt ja hier etwas zu spielen. Haben wir gesagt. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Sehr schön. Haben Sie es doch noch geschafft? Präzision ist gut, aber man kann es auch übertreiben. So, jetzt brauchen wir Biopolymere. Die kriegen wir erst ab Stufe 3, das heißt, wir müssen sowieso nochmal upgraden. Oh, imagine watching Lunok. And are you stalking him? Through the windows. Actually, yes. Because I'm playing on Windows. So, da müssen wir die jetzt alle hier eine Stufe höher kriegen. Diese Freunde. Alter, wieso fehlt mir eigentlich so tonnenweise Holz immer? Ist ja abgrundtief. Bewegung, es gibt viel zu tun. Ich fürchte, sie müssen noch einmal. Wir haben einen Cargo-Liner, das passt schon mal. Okay, mal das Ding hinstellen. Ökobilanz. Werte steigen. Oh! Wir hätten ja noch eine Mine. Noch eine Mine für Glas sehe ich gerade. Was stecht den Berg? Ja, die lassen wir mal stehen. Hier auch nochmal. Holz. Registriere steigende Fruchtbarkeit. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ja, Ladies, musst du schon mal überlegen, was du machst.
Eigen oder vorne? She wants cookies, ja, ja. Material. Yes, yes, yes. Gut, jetzt brauchen wir die Techis. Die Techis schmeißen wir auf diese Insel, wo es eh alles verseucht ist, was scheißegal ist. Red jetzt gesagt. Wir spielen nicht Add-on. Das heißt, wir können das sowieso nicht wegräumen. Das heißt, es bleibt verseucht, diese Insel. Besuch. Friedensgesuch läuft demnächst ab. Augenblick noch. Ist das dringend? Kommst du deine Lebensversicherung zahlen? Was kannst du schon wollen? Geld. So, apropos Geld. Zack. Wir schupfen jetzt mal eine Weile. Expedition gestartet. So. Oder sollen wir unsere Leute upgraden? Ich glaube, wir graden einfach erstmal die Leute zu Executives auf. Weil, warte mal, was brauchen wir? Biopolymere brauchen wir. Eben. Und die Forscher bringen uns jetzt erstmal nichts. Gut, warte mal. Hier gibt's Hartweizen. Hartweizen brauchen wir für... Genau. Und Biodrinks brauchen wir auch. Und dafür brauchen wir Nudler. Das heißt, Nudler werden wir hier bauen. Und Bananen. Hat eine Kuhweide eine Ökobilanz? Ich glaube nicht. Glaubt denen ist die Ökobilanz egal. Meint denen bauen auch, gell? Reagierst du auf eine Ökobilanz? Und andersrum ist hier die Frage, warte mal, hier haben wir eh eine scheiß Ökobilanz. Das heißt, hier bauen wir alles. Warnung. Produktion gestartet.
Der Vorstand ist sehr an Ihrem Vorankommen interessiert. Einverstanden. Also hier machen wir dreimal Weizen. Und Pasta machen wir auch. Registriere erfolgreiche Expedition. Depp. Oh, der kommt hier von. Heute hiervon. Erfolgreiche Expedition. Muss ich gleich eine Barriere reinklatschen. Ich sehe schon, das wird länger dauern. Wo ist mein anderes Kampfschiff? Also, was brauchen wir? Wir brauchen, warte mal, den bauen wir jetzt einfach nur, weil, wobei, nee, das kriege ich ja hier nicht mit. Na doch. Ich habe hier eine negative Ökobilanz. So. Du wirst den Barracudas zu mächtig, aber mit deinen Credits und meinen Überzeugungskünsten könnte ich das regeln. Okay. Red schon. Für uns Außenseiter hat... Halbe Stunde warten, alles gut. Der hat eine Wirkung von 100%. Das ist dem Scheiß egal. Ich überlege gerade, weil die Insel brauche ich ja eigentlich dann nochmal eine positive Wirkobilanz später. Ist echt doof. Ich hier die ganze Fertigung drauf klatsche, wobei es ist eigentlich scheißegal. Lass mal stehen. Kommt gerade was anders. Ich muss ja die Techs wahrscheinlich gar nicht ausbilden auf ein höheres Level. Also man kann den Generator so forschen. Energieversorgung mangelhaft. So. Gut. Dann haben wir da alles raus. Dann können wir hier bauen später. Passt. So. Was wollten wir hier machen? Hier wollten wir Bananen und Dingsbums anbauen. Darf man nicht vergessen, später dann zu checken, nicht, dass der mir einen Krieg erklärt, versehentlich. So, wir brauchen hier erst einmal
Zeug. Okay. Eine Fabrik aufmachen für Werkzeug eigentlich. Machen wir. So. Machen wir wo? Spiel gespeichert. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Klappst du das mal richtig? So. Neue Gebäude zum Bau bereit. Wir haben schon verbaut. Egal. Egal. Homs. 100 Homer, wie viel brauchen wir? Neue Gebäude zum Bau bereit. 150. Hey. Der Streamy war mal wieder live. Guck mal an. Gar nicht mitbekommen. So ein Hundling. Hab ich deri. Wie geht's, wie steht's? So, zur Abwechslung gibt mir Stream Deck wieder und es zeigt den Stream nicht an. Zeigt die Leute von gestern an. Mein Stream ist ja so Müll. Gut und selber. Ja, es geht. Bisschen angeschlagen, aber.
Der Rest ist fein. Ein bisschen enttäuscht bin ich heute ein bisschen von der Gen Evo Geschichte, weil irgendwie hatte keiner einen Plan, was eigentlich läuft. Registriere Energieknappheit. Aber ist ja irgendwie normal mittlerweile bei irgendwelchen Events. Ist morgen das gleiche mit Tips on Rising. Das streame ich dann quasi auch so im Eigenregie, weil jo. Irgendwie es fühlt sich keiner zuständig. Naja, so ist es. Gott, das Personal ist schwer zu finden. So, jetzt habe ich hier wieder Material. Das kann ich hier fertig bauen. Sehr schön. Ich habe die Straße schon wieder falsch gebaut. Ja, ansonsten alles gut. Gestern, wie gesagt, Apocalypse Rising gestreamt, war wieder lustig. Mit den Jungs loszuziehen. Hab jetzt echt schon wieder verkackten Placement hier. Shit. Ach, drauf geschissen. Ah. Das 5, oder? Ja, dass wir nächstes Jahr releasen wollen. Das ist neu. Nach 20 Jahren Bauzeit. Fertig. Eigentlich müsste ich doch jetzt 150 haben, ja. Ah, da ist er. Ich brauche Carbon. Für Carbon brauche ich Öl und dafür muss ich unter Wasser gehen. Mein Schutzgeld muss ich auch zahlen. Red schon. Setz das Geld ein. Ja, die haben da tatsächlich ganz schön lang dran gewerkelt an dem Spiel. Nicht so prickelnd im Müll. 20.000 Tonnen ist schon mal besser. Nicht so prickelnd. Ja. Ja, nehmen wir die Insel. Gen Evo ist tatsächlich auch schon 13 Jahre in Entwicklung, ja, da war ich auch überrascht heute. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Helios. Oi. Okay. So, was haben wir dann hier? Jetzt bauen wir erstmal Bananas. Bananas, Bananas, Bananas. Energieversorgung mangelhaft.
2, 3, 4. Brauchen wir ein Glas. Ich wusste es. Fuck. Okay. Wir müssen Platz für zwei machen. Kriegen wir hin. Ah, kommen wir nicht hin. Schonen. Ja, Moment. Sieben? Acht? Acht? Acht. So. Bananas fertig. Das heißt, wir können jetzt schon mal den Bio-Drink gut aufmachen. Banane eingeliefert und Weizen eingeliefert. Da wird Weizen rausgeschmissen. Milch eingeliefert, da wird Milch rausgeschmissen. Und was habe ich jetzt vergessen? Gemüse. Stimmt, wir brauchen ja noch Gemüse. Weizen raus. Quatsch. Schmeißen wir hier die Nudeln raus. Laden hier die Nudeln ein. So. So funktioniert das. Okay. Dann können wir hier mal schon mal Pasta irgendwo hinstellen. Oh, hier habt ihr nichts zu tun. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Ich kann nichts verbauen. Okay. Wir brauchen hier immer noch Öl. Registriere Energieknappheit. So, mit Body Scheiße. Zwölf. Registriere neues Fahrzeug. Wieso hat sich jetzt in Hippiehausen meine Ökobilanz verbessert? Okay. So, Strom ist da.
Dann brauchen wir Kohle. Energieversorgung mangelhaft. Müssen wir aber immer noch hier mal den Stream hier mal anständig begrüßen, weil ich habe ja leider mal wieder keine... Ach, du hast jetzt einen Unterstrich hinten dran. Sieh an. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich finde diesen schwarzen Balken mal nett, wenn ich raus habe. Keine Ahnung, wo der herkommt. So. Cargo-Liner. Dann eine Handelsroute. Zack, zack. Öl und Plankton können wir auch schon mal bauen. So. Okay. Achtung. Was brauchen wir dann? Wir haben jetzt hier die Lieferung angefangen. Das heißt, hier brauchen wir... Wir brauchen hier oben erst einmal Weizen, sonst bin das gar nichts. Bin immer so konfus hier. Auf der Tech-Stufe bin ich immer konfus. Das ist schlimm. Spiel gespeichert. Blöd, Felder zu setzen hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, ja, doch. Ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, das reicht erst einmal. Dann machen wir hier 1, 2. Sollten dann die Straße nicht vergessen. Eine Entscheidung ganz im Sinne der Firma. Registriere steigende Fruchtbarkeit. Zip. Man könnte meinen, jetzt habe ich mittlerweile fast alles durchgespielt habe, was in dem Game gibt, dass ich ein bisschen schlauer werden würde, aber. So. Naja. So, wir haben gesagt, wir produzieren hier die Bio-Drinks. Habe ich hier schon alles da, was ich brauche? Ich habe hier noch keine Bananen. Weil ich auch noch kein Schiff habe, das hier rumfährt. Aha. So. Ich kann dir Streamerbot nur empfehlen. Kenn ich noch nicht. Was macht der so? Ich habe auch am Stream jetzt selber schon lange nichts mehr gebastelt. Nehmen sie mir mal wieder vor, aber... Ja. Haben halt andere Sachen zu tun, gell? So. Draufgeschissen. So. Dann brauchen wir hier mal genau Pasta Bauner. Haben wir Öl schon. Da ist alles da. Da werden wir hier nochmal ein bisschen Gemüse brauchen. Falls wir Holz finden. So. Bauen wir das überhaupt hin? Ja, so. Aber wie gesagt, mit dem Stream Deck, ich werd nicht warm. Ich sollte mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, ich weiß, aber... Alles, was ich drauf habe, funktioniert irgendwie nicht. Meine Discord-Verbindung funktioniert schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, warum oder was ich tun muss, damit es wieder geht, weil das Ganze... Ja, die UI ist einfach für den Arsch. Ah.
Dann. Ja, Szenenwechsel ist das Einzige, was geht. Und das habe ich früher mit Hotkeys gemacht. Also eigentlich macht das Ding null Sinn. Eigentlich macht es null Sinn. Eigentlich soll es meine Dropped Frames anzeigen. Momentan zeigt es wieder gar nichts an. Vielleicht haue ich auch keine. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. I don't trust this. Genau. So, wir produzieren, das ist schon mal gut. Achtung, Produktionsstillstand. Molkerei tut nichts mehr, weil es voll ist, ist auch klar, irgendwie. So. Das heißt, unsere Typen sollten jetzt langsam mal alle... wie soll ich sagen? Ausreichend Dinger bekommen haben, dass sie sich freuen. Oh. Das ist jetzt eine blöde Küste hier. Krieg ich nichts mehr rein. Ja. Auch mal hier ein bisschen. Hör auf mich und beseitige die Missstände. Dann beruhigen sich die Leute sicher wieder. Ja, wir wollen kein Gästzentrum. Wir wollen kein Gästzentrum. Ihr wisst doch nicht mal, wie ein Kongress aussieht, wenn er in ihn reinläuft. Ihr Wahnsinnigen. So. Flupp. Der Hauptzeilenkongress. Werte fallen. Und die Ökobilanz fehlt nur wegen euch. Na, fix. Scheiß Ding, da bin ich gegen gebaut. So. Ist etwas umfangreich, um das alles hier zu schreiben. Ach, du Heilige. Kleines Beispiel. Registriere Verbesserung. Wenn dich jemand raidet, kannst du den Bot so einstellen, dass er automatisch Shoutout generiert. Sollte ich mittlerweile machen, weil ich komme immer nicht hinterher. Der Trigger ist lediglich der Raid, worauf der Bot reagiert. Es gibt natürlich noch weitere Dinge, die der kann. Ah. Ja, haben wir schon. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Wo ist eigentlich mein Zettel hin, auf den ich immer was aufgeschrieben habe? Da liegt er. Okay. Ich hatte etwas notiert, das habe ich schon vergessen. Der Witz ist, der Block ist noch aus meiner Lehrzeit. Da habe ich die Blöcke sehr gern genommen. Die waren auch praktisch. Gab es leider nicht mehr zu kaufen, dann noch. Und ja, der lag jetzt jahrzehntelang, in der Kiste und die habe ich letztens wieder aufgemacht. Streambot heißt das Ding, gell? Ja, Streambot. Gut. So. Kriegen die jetzt langsam mal irgendwas? Nee, noch gar nicht. Das ist meine Handelsroute, scheiße. Kann sein. Da kommt Bananas. Und da kommt Hartweizen. Warum lade ich hier kein Hartweizen aus? Weil ich keins auslade. Warte mal. Weil ich mal wieder mit den Dörfern noch nicht gekommen bin. Der braucht das hier. Techno lädt aus. Techno lädt ein. Biodrinks. Genau. Passt jetzt, oder? Einladen. Ausladen. Einladen. Hippiehausen. Moment mal. In Techno laden wir auch noch die Nudeln ein.
So, jetzt soll's passen. Ja, ich bin ein bisschen Banane, ich geb's ja zu. So, wie sieht's bei den Forschern aus? Du hast uns einen großen Gefallen getan. Danke. Also, was ist das? Achtung, Produktionsstillstand. So, was brauchen die jetzt? Ein Generator brauchen die. Müssen wir die ganze Milch und Körpers hier rüber. Moment mal, bräuchte ich hier? Ja, okay. So, hier habe ich keinen Weizen, gell? Nee, passt. Der Weizen hier sieht auch gut aus. Läuft an. Der hier braucht immer noch Nudeln. So, wie sieht's hier aus? Klar, wenn man die Handelsroute schlafen lässt. Wir versuchen doch nur zu überleben. Und Retro, passiert doch nichts. Nee, das. Warnung. Produktion gestoppt. Kommt von drüben. Energieversorgung mangelhaft. Ich doch ein Schnalzen. Nebenbei, Streamy, hast du eigentlich meine Nuke schon gesehen auf YouTube? Da habe ich mal die Anno-Nuke hochgeladen. Da bin ich fast beleidigt als Command & Conquer-Spieler, dass unsere so schlecht aussieht. Fast beleidigt mich da. Jojo. Ich hab's versucht, über Twitch als Short zu exportieren. Aber irgendwie ist nicht in meiner Shortliste drin, aber es ist halt aus Hashtag Short. Naja, es ist halt einfach das zweitletzte Video. Dankeschön, Quarz. Schreibt ihr mir freundlich. So, hier läuft alles. Ich kann noch ein bisschen mehr Kohle abknüpfen. Gut. Wofür? Für die Nachricht auf dem Discord. So. Besten selber einen Short erstellen im Schnittprogramm mit Twitch ist das so, naja. Ich habe ja nur gesagt, ich habe die Twitch-Funktion ausprobiert. Ich habe nicht gesagt, ich hatte vor, einen Twitch zu, Short zu bauen. Wollte nur die Funktion hernehmen. Weil das kannst du jetzt bei jedem Clip oder du wirst sogar darauf hingewiesen, dass du es auf Short-fähig exportieren sollst und bla. Produktion gestoppt. Sehr fein. Meine Pasta wird produziert. So. Pasta. Pasta weg. Gut. In Techno. Nimmst du bitte Biodrinks mit und in Hippiehausen schmeißt sie raus. Alter, wie oft habe ich jetzt diese Handelsroute angeguckt und ich verkack's immer noch. Das ist grausam. Es ist grausam. So. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, erschaffen wir hier etwas richtig Großes. Ja, wie gesagt, bei YouTube gibt es ja extra einen eigenen Reiter, wo man Shorts hochlädt. Und ja. Dass das da nicht drin landet, ist halt echt schon. Wie soll ich sagen? Dass sie sich überhaupt trauen, sowas zu releasen, wenn es dann nicht sauber läuft, ist schon wieder. Ja. Ja. Da hätte ich mir so eine Nuke tatsächlich gewünscht.
Die wäre geil gewesen. Ich glaube eher bei World of Conflict. Es war auch immer lustig, wenn sie dann versucht haben, das gegnerische Team crashen zu lassen, indem sie drei Nukes gleichzeitig geschmissen haben. Produktion gestartet. Der Gegner so, what? Alles um die Ohren fliegt. Jetzt sollte ich aber langsam wieder Zeug haben. Ja, weil den Konflikt streame ich jetzt dann auch irgendwann mal. Kampagne zumindest. Das Spiel habe ich mir in 4K noch nicht gegeben. Wobei es mittlerweile so alt ist, naja. Ja, es hat echt Spaß gemacht damals im Multiplayer. Aber mittendrin ist fast schade. Weil die Story hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Die war sehr emotional dann zwischendrin. Wenn man natürlich sich reindenkt in die Charaktere. Ja. War nicht schon toll. Beziehungsweise nachvollziehbar. Aber ja. Das Problem ist eher mit Mad On. Weil die haben diese dämliche Entscheidung gemacht. In Mad On kannst du quasi die Russen spielen. Und dann haben sie die Kampagne gemischt. Das heißt, du spielst Amis und zwischendrin wechselst du dann auf einmal auf die Russen. Und das zersägt einfach den kompletten Handlungsverlauf der Kampagne. Den musst du separat spielen. Die kannst du nicht parallel laufen lassen. Das macht keinen Sinn. Mir zumindest. Also vom Erzählstil her muss das auf einer Seite bleiben, damit du da mitfiebern kannst oder ein bisschen, sagen wir so, den Anschluss behältst. Weil du hast dann einfach den kompletten Inhalt der Russenkampagne vergessen, wenn du mit Ami wieder fertig bist. Mit seinen 2-3 Missionen. Das ist, ja, ein bisschen unpraktisch. Naja. Aber wie gesagt, das eigentlich Geile an dem Game war der Multiplayer. Und ich war immer pissig, dass ich nie die Beta gespielt habe, weil es gab da so einen schönen, quasi du hattest so Orden für alles, was du gemacht hast. Und da gab es halt die Leute, die diesen Beta-Orden hatten. Ich wollte den auch haben. War ich pissig. Also war sehr cool, vor allem, weil das Micro war wichtig. Du musstest die Einheiten auch richtig platzieren. Directional Armor natürlich. Schöne gegnerische Panzer ausmanövrieren und ins Heck schießen. Ach, war das schön. Oh. Hat Spaß gemacht. Wo wir mit den Helis schön an der Küste entlang ziehen. So hinter den Gebäuden vorbei und dann erst drüber tauchen und die feindliche Flak wegballern. Der einfach nur blöd guckt. Andersrum, man fliegt durch eine Häuserschluss und auf einmal steht da irgendwo eine Flak und ballert einfach da die ganzen Helis weg. Ach ja. Es war einfach schön, weil es waren so Hardcounter-Aktionen dann. Da hast du einfach volles Blut aufs Maul gekommen, wenn du Scheiße gebaut hast. Auch nice, ja. Ja, tatsächlich, glaube ich, gibt es das Game mittlerweile umsonst einfach so zum Downloaden. Ja, Bunkerknacker habe ich auch gern benutzt. Ich fand es immer ein bisschen schade, den Bombenteppich. Den hat man fast nie benutzt, weil er keinen Sinn ergeben hat. Du hast entweder auf die Nuke gewartet oder vorher was geschmissen. Aber es sah so geil aus. Es sah so geil aus. Habe den Map voll mit Bomben. Ah, genau, das war, glaube ich, die recht berühmte. Ja, du weißt ja, bei Mods muss ich dich fragen. Weil selber bin ich da sehr handsam. Bei den meisten Mods.
die ich installiert habe, waren ziemlicher Müll. Demografische Veränderungen. Gibt's ja fürs Anno hier auch eine Mod. Aber wie hieß die nochmal? Ich hab's schon vergessen. Soll auch nochmal irgendwie das Game besser machen und Sachen dazu bauen, aber irgendwie habe ich da nie so einen Kontakt zu gefunden. Wobei jetzt auch keinen Bock habe, es Endlosspiel ewig zu träumen. Oder nicht mehr, sagen wir es so. Früher war das anders. Jetzt habe ich zu viel um die Ohren. Übertragung der aktuellen Einsatzdaten abgeschlossen. Ich komme nicht mal dazu, dass ich das Bild da hinten mal aufhänge. Gut, dazu kommen würde ich schon. Ich, ja, was soll ich sagen? Blenzen wir dann wieder aus, dass ich es machen sollte. Naja. Unser Auftrag erlaubt uns was? Wir müssen Generator bauen, haben wir gesagt. Ach, der forscht noch. Modul fertiggestellt. Tatsächlich war die Hütte voll. So. Holen wir uns mal unseren Generator. Und jetzt unser Kollegen. Haben Sie den Auftrag? Nichts anderes habe ich von Ihnen. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Die Firma sorgt für alle, die hier neu stehen. Zack. Gut. So, haben wir das. Gut, gut, gut. Dann brauchen wir die Biopolymere. Für die brauchen wir noch ein paar mehr von den Saftladen hier. Hart, aber es reicht eben nicht, um sich etwas beiseite zu legen. Warnung. Produktion gestoppt. Irgendwie habe ich mir die Mission schwieriger vorgestellt. Ja. 2 Stunden haben wir fast so lange wie das letzte Mal gebraucht. Beschützen. Vor weiteren Angriffen. Das könnte mal interessant werden. Achtung. Unzufrieden bin ich nicht gerade. Aber ich hätte einige Verbesserungsvorschläge. Ich glaube, ich muss mal wieder hier erweitern. Herren? Nope. Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als hier. Baumöglichkeiten erweitert. Solarkraftwerk. Produktion gestoppt. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Mhm. So hervorragende Umweltbedingungen wie auf deiner Insel habe ich lang nicht mehr gesehen. Das freut. So. Wie viel brauchen wir noch? 400. Warnung. Produktion gestoppt. Mann, du.
Brauch mehr Wut, 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 Wut. Nicht jetzt. ...1400 hätten wir schon. Müssen die sich nur noch ein bisschen erweitern. Achso, das machen sie wahrscheinlich erst, wenn... Red schon. War ja klar, 15.000 belöst schon. Gar keine Angst um deinen Ruf? Du ziehst also lieber den Schwanz ein. Mach's kurz. Damit hast du haargenau... Red schon. Du hast begriffen, worauf's ankommt. Ein Deal? Du musst ja mächtig Schiss vor den Banken. Ja. Gib Ruhe. so. Also erweitern der Häuser bringt quasi nichts, weil die Typen nicht mehr werden, weil die alle im gelben Zustand sind. Unzufrieden bin ich nicht gerade, aber ich hätte einige Verbesserungsvorschläge. Das heißt, wir sollten doch mal Beamer bauen. Oh, bauen wir halt Beamer. Mensch, meinen. Eine kurze Pause vielleicht. Dann sind sie wieder top. Nein, nein, nein! Ich mache ja keine Pause. Fahrzeug fertiggestellt. So. Wir brauchen. Eins, zwei. Registriere Energieknappheit. Ja. Oh, da haben wir schon gar nichts mehr. Und eine Fresse braucht der Zeug. Warnung. Produktion gestoppt. Meine Güte, meine Güte, meine Güte, meine Güte. Oh.
Wumpera mal. So. Okay. Bum. Ist alles dufte. Sind wir wieder beim Thema, ich sollte doch die Form upgraden. Ah, die Einstellung fürs Radio wechseln. Ja. Achtung, Produktionsstillstand. Spiel gespeichert. Machen wir es halt so. Hey, die steigen ja. Unsere Vision ist wahr geworden. Das wird auch die letzten Zweifler überzeugen. Naja. Biopolymere. So. Lade ich bei Techno kein Glas aus? Kann das sein? Techno-Glas. Oh ja. Ökobilanz. Werte steigen. Laufen will ich auf jetzt der Mais vor. Nee. Werte steigen. Aber der Molkerei bleibt wurscht. Okay. So, dann brauchen wir den Heini. Dafür brauchen wir Holz und dann brauchen wir eine Aquafarm hier.
Achtung, Produktionsstillstand. Oh, echt? Meinst? Schade. Egal. Müssen wir jetzt nur noch warten. Schon. Produktion gestoppt. Oho. Was hast du denn vorher gemacht? Dass ich sie nicht hatte. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Sonst laufen die alle noch schneller. Produktion gestoppt. Sollten wir da genug haben. Ich finde es interessant, dass ich am Reis nichts machen musste. Beim Gemüse regelmäßig. Wie sieht's denn in der Polymerfabrik aus? 20. Haben wir sie schon. Kommt wahrscheinlich gleich irgendwie so eine fette Armada daher oder so ein Scheiß. Gespeichert. Weil Anno vom Missionsdesign her jetzt wenig überraschend war bisher. Also dass sie halt einfach mittendrin dir mal vier Feinflotten vor die Nase klatschen. Aha, aha. Interessant. Hey, haben Sie meinen Auftrag wirklich ausgeführt?
Hat zwar eine Weile gedauert, aber letztlich zählt nur das Ergebnis. Zugegeben, dieses Experiment ist riskant, aber machbar, oder etwa nicht? Hi. Wie sieht uns in dieser Insel? Oh, dann. Warnung. Produktion gestört. Ich spann, was jetzt kommt. Das können wir da irgendeinen Scheiß wetten. Irgendein Mist kommt. Irgendein Mist wird kommen. Registriere Energieknappheit. Oh, ich fülle Diamanten. Tonnenweise Diamanten. Ach, was soll's. Ich leg auch lieber die Füße hoch. Darum ich wetten, dass der einen Haufen Strom braucht. Genial. Klasse. Wir brauchen noch viel mehr Bauwerke von dieser Sorte. Was ist das jetzt? Ach komm. Die Mission hatte 3 Sterne. Was ist da los? Freunde fürs Leben. Schamane. Ich glaube, das war eine Herausforderungsmission, oder? Wo man überall jeden Form wieder zum Laufen kriegen hat müssen. Jo, gibt's nur noch eine Mission. Die meisten Leute in 3 Stunden abschließen. Okay? Okay, weil die Mission auch nur 3 Stunden lang dauert. Also Ingame-Stunden. Das werden wir jetzt aber heute nicht mehr machen. Das wird dann die letzte Mission. Die ist quasi relativ safe, weil hier eigentlich alle in die Zeit enden. Naja. Und dann haben wir alles. Was ging? Stand by. Macht ihr schon wieder irgendwas mit meiner Upload-Rate? Hab ich ihn vorher hingeklickt? Ja, dann ist Anno erstmal durch. Weil wie gesagt, ich habe diese 2 Koop-Missionen, die ich nicht spielen kann. Keine Ahnung, dann müsste ich irgendwie gegen mich selber spielen oder was weiß ich. Genau. Die Herausforderungsmissionen in Vorherrschaft sind jetzt nicht wirklich spannend. Da gibt es ja nicht viel zu sehen. Ich wüsste echt mal gern, was das ist, weil es ist immer relativ, wie soll ich sagen... Der Stream hängt immer sehr spezifisch. Ja, wir spielen so oder so jetzt dann Warhammer, von daher.
Die Frage ist nur, wann Fuchs die Zeit hat. Also entweder morgen ganz spät abends, was ich jetzt eher nicht glaube, oder Samstag. Was bedeutet, dass wir mit Anno erst nächste Woche fertig werden. So. Ja. Dienstag. Grob. Ja. Ja, ja, ich weiß. Die Frage ist nur, woher das kommt. Weil da mein Upload einbricht. Und ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Irgendwas spinnt. Hab mal wieder 15 Versionen, bis es irgendwie gefixt im Hintergrund. Naja. Oder ich krieg mal besseres Internet. Ob's das hilft, weiß ich allerdings nicht. Weil eigentlich hat er nicht viel hochgeladen. Eigentlich hat er weniger hochgeladen. Ich kapier's nicht. Naja, siehste. Naja. Wenn's nur der letzte Szenenwechsel ist, ist ja wurscht, weil da ist es nicht so schlimm. Auf YouTube sieht man's eh nicht. So. Um die Uhrzeit läuft wieder keiner rum, der irgendwie spannend wäre. Ja, den Typen von gestern können wir mal raiden, der mich geradet hat. Der spielt zwar... Oder nee, ist ein Sie. Oh. Ist ja ne Sie. Spielt Warframe, habe ich nie gespielt. Aber ja. Sei mal freundlich. In diesem Sinne wünsche ich ein fröhliches Nächtchen. Morgen um... 9, also 21 Uhr, haben wir dann Reborn-Stream. Weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der streamen wird. Ja. Und genau. Und dann schauen wir mal die Tage, wie es weiterläuft. Hobbitere, Servus, gutes Nächtli. Ciao, ciao. Stand by. Ja, wie war's denn? Was habt ihr gemacht? Schönes...